So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Ihr seht es oben schon, Espavile. Nachdem dieser ganze Kladderadatsch mit den Companions sich endlich gelöst hat, ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, was jetzt noch nach den letzten Änderungen sich so verändert hat. Nachdem sich das jetzt endlich gesetzt hat, will ich euch jetzt mein neues Deck vorstellen. Fangen wir mit den Ländern an, wie immer. Wir haben drei Snow-Covered-Länder, eine Ebene, eine Insel, ein Sumpf. Viele Listen spielen den Sumpf tatsächlich nicht. Ich finde ihn einfach zu wichtig. Ich will lieber mehr Basics drin haben und deswegen habe ich drei Basics drin. Das One of Wasteland gegen manche Decks braucht man das einfach, weil manche Decks kann man damit ganz gut mal aus der Reserve locken. Auch ist es ganz gut, einfach um mal so ein Caracas loszuwerden, das random als One-Off ja auch gespielt wird. Warum sollte dann Wasteland nicht als One-Off random gespielt werden können? Wo wir bei dem random One-Off sind. Caracas, das ist unser random One-Off. Ja, beschützt unsere Kreaturen, das werdet ihr gleich noch sehen, und bounced gegnerische Legendaries. Dann haben wir eine Menge Duels. Die Leute, die sich schon ein bisschen die Listen kennen, auffallen, ich spiele nur zwei Tundras. Ich habe eine dritte mittlerweile, aber ich finde die nicht gut. Ich finde den Sumpf viel, viel besser als eine Tundra. Man braucht keine drei Tundren. Es ist zwar ganz angenehm mit einer anderen Karte, die wir spielen, aber es ist nicht zwingend nötig. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, gerade jetzt mit dem Ganzen, das sich verändert hat, zwei Tundren reichen komplett aus. Ein Uzi, zwei Scrublands, fünf Duels, das ist schon eine Menge. Aber ja, muss man halt machen. Dazu kommen eine Menge Fetchländer, zwei Marshflats, drei, vier Flooded Strands. Einfach weil Flooded Strand halt. Dazu dann 1, 2, 3, 4 Polluted Delta. Eine Menge Fetchländer für gar nicht mal so viele Fetch-Targets. Aber wir spielen irgendwo doch einen. Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Tempo-Deck ist. Es ist halt ein Fiole. Midrange Control irgendwie Haufen. Ich weiß gar nicht, wie man, als was man das genau bezeichnet. Aber es ist sehr cool. Lasst euch nicht davon beirren, dass ich nicht kann, dass ich nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ja. Der Name des Decks, Espavile. Wir spielen vier Ätherfiolen. Ätherfiolen sollte jedem bekannt sein. Gute Karte. So, an Kreaturen, weil ein Ätherfiolen-Deck ist meistens auch relativ viel mit Kreaturen gemacht. Haben wir vier Baleful Strix, wunderschöne Baleful Strix unten aus dem Mystery Booster. Da sind sogar einige Karten hier. Ja, Baleful Strix, meiner Meinung nach einfach besser als die Kotl. Ich mag die Kotl nicht, ich mag Snowcovered Länder nicht. Dementsprechend, ich mag Basics halt nicht so. Ich bin Duel-Fan. Mehr Duels braucht das Land. Ja, deshalb Baleful Strix für mich einfach die bessere. Und mit der Aetherfiole wird es halt auch zu einer Kotl mit immer Death Touch. So, dann haben wir einen One-Off Charming Prince in diesem Deck. Charming Prince mit 2-2, mit einem Flicker-Effekt, einem Scry oder Life Gain. Alles relevant. Alles sehr, sehr, sehr relevant. Deswegen habe ich den zuerst gelegt. Unsere, meiner Meinung nach, Engine-Karte ist der Soul Herder. Beim Soul Herder ist es so, er ist 3 Mana 1-1. Immer wenn eine Kreatur exiliert wird, kriegt er eine +1-Marke vom Feld exiliert. Und zu Beginn des Endstamps flickern wir eine Kreatur, die wir selber kontrollieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel die beiden liegen hat, kann man End of Turn jede Runde 3 Leben gegen Burn bekommen. Man kann ihn flickern, Baleful Strix flickern. Baleful Strix kommt dann in unserem Zug wieder und der kriegt einfach 2x plus 1-1 Marken. Wir können ihn flickern, also ihn spielen, Scry 2, flickern, Scry 2. Super gute Karte, Soul Herder kann man sich auf jeden Fall merken, habe ich am Anfang super hart unterschätzt. Ist gar nicht so kacke, wie ich dachte. So, ebenfalls mit dem Soul Herder ganz guten Kombination. Playset Recruiter of the Guard. Ja, 4 Recruiter of the Guard, einfach nur um tatsächlich unsere One-Off-Bullets zu finden. Weil der Charming Prince ist nicht unser einziges One-Off. Aber zu denen kommen wir jetzt gleich erst. Dann haben wir ein Playset Meddling Mage. Auch diese aus. Von den Recruitern ist auch einer aus den Mystery Boostern. Meddling Mage aus Mystery Booster. Ein Menge Reprint aktuell. Meddling Mage kennt eigentlich jeder. Finde ich persönlich in dem Deck richtig gut, weil man super anfällig tatsächlich ist gegen eine Menge Removal. Das ist ja das, was Deadn Texas halt auch hat. Nur Deadn Texas kann mit den Flicker Wisp und ähnlichem die Dinger und die Muttis halt das Ding gut beschützen.
Es gab anfangs Listen, die nur 2 bis 3 Vending Mages gespielt haben, die dafür Give of Runes gespielt haben. Finde ich persönlich immer noch nicht schlecht, kann man auch machen. Also gerade bei den Meddling Mages kann man auch ordentlich runtercutten, meiner Meinung nach. Und dann vielleicht 2 Giver spielen, das muss ich selber noch ein bisschen rumtesten, was mir besser gefällt. So, dann kommen wir zu einem One-Off. Unser kleiner Judge Reward Spellseeker. 3-1-1, wenn ein Spielfeld kommt, suchen wir unser Deck nach einer Instant- oder Sorcery-Karte mit Mana-Kosten von 2 oder weniger und bringen sie auf die Hand. Welche das sind, sehen wir gleich. Aber auch hier kann man End of Turn jede Runde sich eine raussuchen. One-Off Plague Engineer. 3-2-2 Death Touch. Wenn ein Spiel bekommt, sagen wir Kreaturentyp und alle Kreaturen mit dem Kreaturentyp kriegen -1/-1. Ich habe das jetzt schon so oft gehabt. Ich spiele ihn zum Beispiel gegen Young Pyromancer auf Elemental, flickere ihn End of Turn mit dem Soul Herder, sag Human und räume den kompletten Pyromancer ab. Ich habe mich mit einem Delver-Deck darum geprügelt, ob der jetzt auf Rogue oder auf Wizard liegt. Je nachdem, ob ich den Arcanisten abschalten musste, beziehungsweise den Delver, oder eben True Name und den Brazen Borrower. Das war super witzig. Ja, dann kommen wir zu meiner Lieblingskreatur im Deck, wo ich schon überlegen bin, ob er da nicht 2 von spielen sollte. Flicker Wisp. Jeder, der mich kennt, kennt Death and Taxes. Und jeder, der Death and Taxes kennt, kennt die Vorzüge von Flicker Wisp. Mit einem Soul Herder übrigens ganz witzige Interaktion. Man kann End of Turn die Flicker Wisp flickern. Die Flicker Wisp flickern. Geil. Und kann beim Gegner zum Beispiel ein Land rausnehmen oder einen Planeswalker rausnehmen. Und der bekommt den erst am Ende seines Zuges wieder, wo er dann zum Beispiel mit dem Planeswalker nichts mehr anfangen kann. Wir können mit der Flickerwisp zuhauen, End of Turn flickern wir die Flickerwisp wieder und nehmen wieder den Planeswalker raus. Super geiles Teil. Ebenfalls als Removal gedacht, der Palace Jailer. Auch hier jede Runde den Gegner eine Kreatur wegnehmen und wieder Monarch werden. Dann ein Venser. Venser Sharpened Servant. Der ist aktuell auf der Kippe bei mir. Ich habe im Sideboard eine andere Kreatur, die ich eher testen werde. Der ist ganz cool gegen bestimmte Decks. Gerade mit dem Karakas-Lock kann man da halt viel machen, wenn man halt mit Venza und Karakas viel arbeiten kann. Wenn man dann für 4 Mana halt für Flash eine Kreatur, nee, einen Zauber oder ein Permanentes auf die Hand zurückbouncen kann. So, ja, dann cast ich mal meinen Planeswalker, ja, dann bounce ich dir den, Karakas bounce den selber wieder, spiele ihn neu aus, bounce das nächste oder jede Runde ein Land bouncen oder ähnliches. Das ist eine ganz gute Spielerei. Ich werde in dem Slot wahrscheinlich eine andere Kreatur spielen, aber dazu kommen wir, wie immer, später. Dann eine Karte, finde ich mega witzig. Eine Friedensstifterin, ja, die ist deutsch, ich weiß. 2-1-1, Kreaturen können nicht angreifen und für Beginn des Versorgungssegments muss man 2 Mana bezahlen oder den Opfern. Das Artwork. Ja, gerade was so in den letzten paar Monaten rumgelaufen ist mit Black Lives Matters und so weiter, super cool. Sowas auch mal zu spielen und zu sehen, dass sowas auch gemacht wird. Auch wenn es sehr stereotypisch ist. Mit den Palmen. Wahrscheinlich nicht aus Plastik. Super gute Karte. Wenn man die raustutort, gibt es manche Decks, die einfach direkt zusammenschieben können. Ich habe das gegen Big Adepts gespielt in der ersten Runde und hatte sie draußen und ja, mein Gegner hat einfach surrendert, weil er sie nicht los wurde. Dann kommen wir zu den Non-Creatures. Wir haben 2 Teferis. Muss ich nicht viel zu sagen. Verhindert Kontrolle im Sinne von Counter-Magic, verhindert Instant-Win-Geschisse, hat ein paar lustige Interaktionen mit der roten Chandra, Torch of Deviance oder so. Ja, dann, wir spielen blau und haben eine Menge blaue Karten. 4 Force of Will, einfach nur, weil wir sehr schwach gegen Combo-Decks sind, weil wir halt so viel Auswahl haben, so viel Quatsch-One-Off-Dinger. 4 Force of Will. Und wir spielen blau, also spielen wir auch 4 Brainstorms. Das sind ja so die Karten, die das ausmacht. Was ich ganz lustig finde, wir spielen hier praktisch einen Death and Taxes, beziehungsweise Maverick-Style-Deck mit Brainstorm Force, was ich super, super schön finde. Und deswegen mag ich das Deck auch unglaublich. Also ich finde das richtig, richtig cool. Übrigens, der Brainstorm ist auch eine Karte, die man im Spellseeker oftmals raussuchen kann. Die nächste Karte ist ein Tithe. Ein Mana Instant, wir durchsuchen unser Deck nach einer Ebenenkarte. Wenn wir dann weniger Länder kontrollieren als ein Gegner unserer Wahl, tun wir noch eine ebene Karte raus, zeigen die beiden Karten vor, die Hand und mischen unser Deck. Interaktionen sind halt gegeben. Ich spiele Tithe, bekomme 2 Ebenen auf der Hand. Übrigens der Grund, warum die meisten keinen Swamp spielen, sondern eine zweite Tundra. Ich nehme 2 Ebenen auf die Hand, spiele das Brainstorm. Mit dem Brainstorm lege ich die beiden Ebenen weg, gehe fetchen und habe mit dem Brainstorm praktisch 3 Karten gezogen. Im Early Game einfach nur zum Länder raussuchen, zum
damit das Pulver nicht ausgeht und ähnliches. Einfach eine ziemlich gute Karte tatsächlich. Hat mich gewundert, dass sie das erste Mal in diesem Deck jetzt gespielt wurde. Auch die kann man sich tutoren mit Spellseeker, aber das braucht man eher weniger. Dann haben wir einen One of Ponder im Deck. Ponder, der fünfte Brainstorm. Auch hier mit Spellseeker suchbar. Und wir spielen weiß. Also spielen wir Swords to Plowshares. Das ist das Mainboard. Und ich räume mal auf und wir sehen uns beim Sideboard wieder. So, da sind wir beim Sideboard. Und als allererstes die Karte, die ich versprochen habe, mehrfach zu zeigen, die mit dem Venza aktuell wahrscheinlich den Platz tauschen wird. Eine Vendilion Click. Auch diese Karte extremst gut mit Karakas, extremst gut gegen Control Decks. Super, um den Terminus aus der Hand zu nehmen. Dafür habe ich vor Jahren mal ein Erklärungsvideo gemacht. Meiner Meinung nach gefällt es mir besser als Venza. Mal gucken. Dann haben wir eine Lavinia Ozurios Renegade. Hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Einfach mit dem 2-Mana-2-2, der Gegner kann keine Nicht-Kreaturenzauber mehr spielen, die konvertierte Mana-Kosten größer der Anzahl an Ländern haben. Das stoppt so in meisten Fällen sowas wie ein Ugin oder einen Ordes Dust. Super geil. Auf der anderen Seite kann Lavinia auch noch jegliche Spells, die Mana-Kosten von 0 haben, also sowas wie Lotus Petal, Lion's Eye Diamond oder Chalice of Null, aber das spielt gegen uns hoffentlich niemand. Werden gekontert, genauso werden aber auch Force of Will, Days, Dread Return und ähnliches einfach gekontert. Super, super, super gute Karte meiner Meinung nach. Gefällt mir richtig gut. Viele Leute spielen in den Slots, gerade in den drei Slots, die ich euch jetzt gerade zeige, einfach drei Gilded Drakes. Ich finde die Gilded Drakes einfach nicht gut. Ich habe mit denen viel rumgehantiert, auch schon früher, die Mehrfolg gespielt und ähnlichem. Ich finde die nicht gut. Ja, man kann sie gegen Tamogolf tauschen, man verliert dadurch Monarch, man macht sich angreifbar durchfliegend. Ja, man kann die ganz witzig mit Flickerbiss hin und her tauschen und damit das komplette Gegnerboard übernehmen. Meiner Meinung nach nur cute. Im Show and Tell wird gegen uns im Normalfall eh niemand einfach ein Emrakul oder ein Grisselbrand. Da ist die Lavinia schon besser, weil der Gegner halt einfach nicht in die Wish-Kombo gehen kann und ähnliches. Meiner Meinung nach, overrated Karte im Deck, finde ich nicht gut. Der dritte Slot ist eine Bitterblossom bei mir. Einfach nur, weil sie gegen Control-Decks und ähnliche Decks, auch gegen Delver oder so, einfach mal das Spiel relativ schnell beenden kann. Oder man eben für ein Leben statt für 8 Schaden einen Golf einfach jede Runde wegblocken kann. Dazu kommt ein One-Off Ethersworn-Kanonist. Muss ich nicht viel zu sagen, rentiert sich eigentlich in fast jedem Non-Combo-Deck. Ein One-Off Rest in Peace, einfach nur um Karten aus dem Friedhof zu exilen. Lustige Interaktion mit dem Soul Herder. Wenn ihr eine Kreatur vom Gegner zerstört und Rest in Peace liegt, wird sie exiled vom Feld und der Soul Herder wird stärker. Coole Interaktion. Ein Rest in Peace, dazu ein Fairy Macabre. Fairy Macabre einfach aus dem Grund heraus, weil man sie tutoren kann, auch im Mid- bis Late-Game. Und es gibt nun mal Decks, da möchte man nicht unbedingt den kompletten Friedhof rausnehmen, weil es zu wenig Value hat. Da möchte man einfach nur bestimmte Karten rausnehmen. Uro, Hust, Hust, Uro. Aber da finde ich die tatsächlich ganz angenehm. Dann haben wir den zweiten Plague Engineer im Sideboard. Einfach nur gegen Elfen und ähnliche Decks, gegen Goblins, gegen Death and Taxes. Einfach nur, um einen zweiten zu haben. Ein Path to Exile als zusätzlicher Removal. Viele spielen das vierte Schwert, weil wir nur drei Schwerter am Mainboard spielen, das vierte Schwert im Sideboard. Ich habe mich für den Path entschieden, einfach nur, damit ich auch gegen Dark Depths Decks oder eben andere Big Fatty Decks einfach nur ein bisschen ein anderes Removal habe. Dann haben wir ein Act of Authority. 3 Mana Enchantment, das, wenn es ins Spiel kommt, ein Artefakt und eine Verzauberung exiled. Und zu Beginn des Versorgungssegments könnt ihr noch ein Artefakt oder Verzauberung exilen. Wenn ihr das tut, gebt ihr die Kontrolle dieser Verzauberung ab. Bedeutet, ihr spielt das Ding, ihr exilt was, ihr geht in den nächsten Turn, ihr exilt wieder was und gebt es dem Gegner. Der Gegner wird selten was bei euch finden, was man exilt. Und selbst wenn er was bei euch exilt, dann bekommt ihr das wieder und bekommt viel, viel mehr Value als der Gegner daraus. Und sollte der Gegner Value daraus bekommen, dann exilt ihr einfach nichts. Im Normalfall exilt ihr 2 Sachen und danach exilt der Gegner das Ding selber. 2 Unearth. Unearth einfach nur gegen Control Decks, die halt viel mit Removal spielen, Board Removal, die mit Snakes arbeiten. Aber auch gegen rote Decks. Ich spiele die tatsächlich ganz gerne auch gegen Delver. Delver haben oftmals nur sowas wie Fatal Push oder Bolt zum Removen. Und wenn dann auf einmal so eine Kreatur wiederkommt, haben die teilweise ein richtiges Problem. Dann 2 Force of Negation. Force of Negation in dem Fall wirklich
nur als zusätzliche Force of Will drin. Es gibt Leute, die spielen 3 Force of Negation gegen Combo. Ja, Combo wird viel gespielt aktuell, aber ansonsten haben wir auch genug anderen Hate gegen diese Combo-Decks. Da muss ich dann nicht nur mich auf Force of Negation und Force of Will verlassen. Wenn das ganze Format jetzt voll mit Gairuda wäre, wie es meine Zeit lang war, oder Reanimate oder Show and Tell, dann wäre das was ganz anderes. Aber so reichen mir 2 Force of Negation komplett. Und dann zusätzlich, einfach nur um weitere Toolbox-Sachen abzuschalten, 2 Wastelands, weil wir natürlich sehr schwach gegen Lands sind, gegen Decks, die mehr Karakas haben und so weiter und so fort. Und außerdem kann man sie einfach gut reinboarden gegen sowas wie Delva, um sie einfach von den Mana abzuschneiden. Ja, das ist Aspervile. Aspervile ist aktuell so gefühlt mein Lieblingsdeck und ja. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.